letzten Einkäufe gemacht. Dienst geht heute bis kurz vor 8 Freitag, der 23. Dezember. Ein Blick aufs Vorfeld, es schneit. Draußen steht sie startbereit, die Delta Hotel Kilo Golf November. Der Nachmittag nimmt seinen Lauf. Der Doktor klärt den Schreibtisch auf. Der Flieger ist sein Wurstbrot mit Behagen. So haben die zwei auf der Wacht zusammen manchen Flug gemacht und noch mehr Zeit zusammen totgeschlagen. Der Wettermann sagt schlechte Sicht, im Westen Bremen ist schon dicht. -4 Grad mit starken Niederschlägen. Um 3 Uhr ist die Kaltfront hier. Der Flieger streicht sein Brotpapier und faltet es bedächtig, meinetwegen. Der Doktor rumort nebenan, sucht Filtertüten, macht sich dran, Tassen zu spülen und Kaffee zu kochen. Aber der Notruf kommt vorher, musst du fast dein Bruder mehr. Ein Kind ist im dünnen Hals eingebrochen. Der Doktor grummelt Tempomann, der Flieger lässt das Triebwerk an. Ein Dutzend bunte Lämpchen sind zu testen. Und kaum, dass er den Tau ruft, hat er den Vogel in der Luft schon über'n Platz und auf dem Kurs nach Westen. Schon taucht er einen düsteren Grau, hier kennt er jeden Busch genau, jeden Schornstein. Alle Hochspannungsmasten. Noch keine 5 Minuten sind verflogen, als er schon beginnt, sein Ziel in Bodennähe zu ertasten. Ein zweites Flugzeug, Phoenix 3, in 300 Fuß ist dabei, den See in größerer Höhe zu umkreisen. Um aus der besseren Übersicht der Golf November, die ganz dicht über dem Wasser schwebt, den Weg zu weisen. Schatten unterm Eis, die Golf November ist im Weiß von aufwirbelndem Pulverschnee verschwunden. Da war's, in Position nur, da drüben links 3 Meter nur, da ist es ja, sie haben es gefunden. Der Flieger setzt im Schwebeflug seine Maschine fest genug aufs Eis, um mit den Kufen einzubrechen, und hält sie dann in Maßarbeit, festgeschraubt 2 Finger breit über den trügerischen weißen Flächen. Der Doktor wagt zum Zeitsicher, steigt auf die Kufen, viel zu knapp die Zeit, um Rettungsgerät zu besorgen. Kniet hin, aus waghalsigem Stand packt zu und hat mit sicherer Hand die kleine leblose Gestalt geborgen. Reißt ihm ein Steuerknüppel vor, die Golf November schießt empor und wieder ist sein Wettlauf. Sekunden. Und bald ist die kostbare Fracht behutsam, versorgt und bewacht, hinter gläsernen Kliniktüren verschwunden. Das war's, die Anspannung schlägt um, die Müdigkeit, die 2 stehen rum, und keiner hat ein Wort herauszubringen. Während da drin mit aller Kraft, all ihrer Kunst und Meisterschaft, ein Dutzend Menschen um ein Leben ringen. 1000 Stunden auf dem Bock und immer noch derselbe Schock, den hilft keine Gewohnheit überwinden. 1000 Einsätze und mehr und immer noch genauso schwer, sich mit unserer Ohnmacht abzufinden. Die Front ist da, es dunkelt schon, und in der engen Wachstation sind bleiche Neonlichter angegangen. Der Flieger füllt den Dienstplan aus, sieht zum Fenster raus und ein Gedanke hält die 2 gefangen. Doch keiner, der das Schweigen bricht, gewinnt die Chance nur mehr nicht. Beide würden sie viel dafür geben. Dann zerreißt das Telefon, die Stille in der Wachstation, und eine Stimme sagt, das Kind wird leben. Der Doktor hängt den Hörer ein, der Kaffee dürfte bitter sein. Egal, ich nehme eine Tasse, du auch eine. Der Flieger liegt von seinem Platz und schreibt Alias, Rettungseinsatz. Besondere Vorkommnisse, keine